sagen, willkommen im Gluckenhotel. So fühle ich mich hier manchmal, wirklich. Wir haben hier drei Glucken sitzen, in drei verschiedenen Käfigen, damit sie hier ihre Ruhe haben, ein bisschen abgesondert von den anderen. Und es ist auch schon etwas passiert. Vor 2 Tagen bin ich in den Stall gekommen und unser Goldfederchen saß auf den falschen Eiern. Das heißt, sie hatte sich einfach auf frisch gelegte Eier im Nachbarnest gesetzt, anstatt auf ihre eigenen Eier. Und da habe ich gedacht, nein, das kann so nicht weitergehen. Auf einmal fing das eine Ei an zu piepen. Ich dachte, nein, es sind noch 5 Tage Zeit bis zum Schlupf. Denn normalerweise dauert das Glucken 21 Tage. Und die hätten noch locker 3 Tage Zeit gehabt. Wo hat das Ei schon angefangen zu piepen, habe ich gedacht, oh mein Gott. Weil wir ja Katzen hier haben und unser Kater, der geht auch gerne mal in den Hühnerstall gucken. Und deswegen habe ich das Goldfederchen gleich separiert, habe sie in einen extra Käfig gesetzt und siehe da, am nächsten Tag war das Küken schon da. Die anderen beiden Eier, ich weiß nicht, ob sie befruchtet sind oder nicht, die sind noch nicht geschlüpft, aber ein Küken ist auf jeden Fall schon da. So, ihr seht, hier sitzt Goldfederchen, hier drüben sitzt Gandalfine und unser Schwarzfederchen. Und bei unserem Schwarzfederchen sieht es auch nicht so gut aus. Irgendwie fehlt da auch ein Ei. Komisch. Sind auf jeden Fall noch keine Küken zu sehen. Aber hier fiebt es drunter. Da ist es. Uiuiui, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Na, zeigst du uns mal dein Küken? Zeigst du uns mal dein Küken? Da ist die Schale. Zeigst du uns mal dein Küken? Oh, es sind schon 2 geschlüpft. Toll, Mama. Oh, Mama ist wütend. Ja, glaube ich dir, Mama. Ist alles gut. 2 sind geschlüpft. Das hast du aber prima gemacht. Alles gut, wir wollen das mal gucken. Ja, ihr Lieben, bei der schwarzen Henne bin ich ein bisschen besorgt, dass das eventuell nicht klappt mit den Eiern, weil hier noch gar nichts in Sicht ist mit Schlupf, dass die Eier vielleicht nicht befruchtet sind. Das wäre natürlich ganz schön schade, wenn dabei nichts rauskommt. Müssen wir mal sehen, dass man vielleicht hier noch ein anderes Ei von der anderen Henne mit unterlegen. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation. Hätte ich vielleicht von vornherein gleich mehr Eier drunter packen sollen oder in der Zwischenzeit mal gucken sollen, ob die überhaupt befruchtet sind. Ja, ich verlasse mich da immer ganz gerne auf mein Gefühl. Manchmal ist es vielleicht doch besser, ein bisschen mehr Kontrolle darüber zu halten. Tja, mal gucken, wie es am Ende ausgeht. Morgen ist der Schlupftag, morgen müssten sie schlüpfen. So ihr Lieben, hier entlang der Trockensteinmauer ist noch Platz für weitere Johannisbeeren oder Jochelbeeren. Ja, und ich habe letztes Jahr im Herbst Stecklinge geschnitten. Die habe ich einfach in die Erde gepackt und wir gucken mal, was aus den Johannisbeerstecklingen geworden ist. Also ihr seht, in dem Beet habe ich noch nichts weiter gemacht. Hier ist noch Phacelia drin als Gründüngung aus dem letzten Jahr. Ein Haufen Erdrauch. Und hier kommen dann Tomaten rein. Hier ist eine Armada an Pilzen. Die kommen alle durch die Holzhackschnetzel hier auf den Wegen. Wenn jemand weiß, was das für Pilze sind, gern mal unten reinschreiben. Einige habe ich hier gleich in Töpfen hier in die Erde gepackt. Ups. Ja, und hier kommen auch schon Wurzeln unten durch, was ja natürlich ein sehr gutes Zeichen ist. Hier seht ihr die Johannisbeersstecklinge. Und so schnell kann man sich neue Jungpflanzen machen. Ganz prima. Wie gesagt, im Herbst abgeschnitten, in die Töpfe gesetzt und abgewartet. Und das riecht richtig toll nach Johannisbeeren. Oh, das sieht doch mal klasse aus. Man sieht hier unseren Lehmboden und ein bisschen Anzuchterde hier oben. Und hier ist auch ein kleiner Tausendfüßler drin. Das sieht doch mal richtig toll aus. So, und dann kann ich mir hier einfach so einen prächtigen Steckling nehmen.
Guckt mal, sieht doch herrlich aus. Ich habe schon ein kleines Pflanzloch vorbereitet. Der Steckling hat hier wunderschöne Wurzeln gemacht und der kann jetzt hier in die Erde. Richtig schön tief. Die Früchte, die mache ich erstmal ab hier. Hier sind nämlich schon kleine Früchte dran gewesen, kleine Blüten. Die entferne ich erstmal, damit sich die Pflanze voll und ganz aufs Wachstum konzentrieren kann und damit sie weniger Kraft für die Blüten braucht und mehr fürs Wachstum hat. Und vor allen Dingen pflanze ich die richtig schön tief. Man kann auch immer mal noch ein Blatt abmachen, denn über die Blätter verdunstet die Pflanze zu viel Feuchtigkeit und so hat sie eine bessere Chance anzuwachsen. So, und jetzt noch ein kleiner Tipp, wie man rote von schwarzen Johannisbeeren unterscheiden kann, wenn keine Früchte oder Blüten dran sind. Und zwar braucht man die Pflanze einfach nur zwischen den Fingern reiben und ein bisschen dran riechen. Die schwarzen Johannisbeeren, die riechen richtig gut nach schwarzer Johannisbeere. Die roten Johannisbeeren und auch die weißen Johannisbeeren, die riechen nach gar nichts. So könnt ihr gut erkennen, welche Stecklinge ihr gerade eingepflanzt habt. Ich habe hier gerade schwarze Johannisbeeren eingepflanzt, denn die mögen wir am liebsten und davon machen wir reichlich. Die schwarzen Johannisbeeren verarbeiten wir auch super gern zu Saft und zu Marmelade, einfach köstlich. Aber am liebsten esse ich schwarze Johannisbeeren mit etwas Milch und Zucker. Das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Es ist zwar, ich weiß, nicht gerade wirklich gesund, aber einfach herrlich. So, ihr Lieben, bei uns ist hier jetzt richtig Wuhling. Ihr seht schon, da unten rennen drei Stück rum. Und hier oben ist eins geschlüpft. Das heißt, zwei geschlüpft. Und eins haben wir ja runtergegeben zur schwarzen, damit die auch eins hat. Und wo ist dein Baby? Hm? Wo ist denn dein Baby, Schatzel? Da hinten ist dein Baby. Ein kleiner Pinguin. Na, kleiner Pinguin. Thank you.
Naturbrot ist einfach das Schönste für die Kleinen. Ganz klein. Guck mal. Das ist, guck mal hier, die kleinen Beine. Guck mal. Das ist noch ganz, ganz mini klein. Seht ihr das? Ganz mini, Mama, ganz klein. Hier. So ihr Lieben, und zum Schluss noch schnell zur Verlosung. Vielen, vielen Dank für die vielen tollen Kommentare. Ich habe mich wirklich riesig gefreut. Und ja, the winner is Honey Hase. Du gewinnst den wachsenden Kalender. Herzlichen Glückwunsch. Dann noch einmal der wachsende Kalender für Nina. Und das Saatgut für Manuela Ries. Herzlichen Glückwunsch. Die Gewinner schreiben mir bitte eine E-Mail an biogartenreich@gmail.com und was ihr gewonnen habt und natürlich eure Adresse, damit ich euch dann den wachsenden Kalender oder das Saatgut schicken kann. Also herzlichen, herzlichen Dank nochmal an euch alle für die tollen Kommentare. Ich freue mich immer über Kommentare von euch und jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.